Auf einer Konferenz im Graf-Zeppelin-Haus am süddeutschen Bodensee sprachen Focus Online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz und der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer am Donnerstag über aktuelle politische Themen. Palmer selbst hatte sich Mitte des Jahres durch die öffentliche Äußerung des N-Worts in den Rassismusverdacht gebracht. Nun hat er eine Erklärung dafür, wie es dazu kam. Ich bin ja ein bisschen, selbst noch als Sie, noch länger im Geschäft. Ich hätte nie gedacht, dass wir so eine Inflation dieser Begriffe Nazi und Rassismus erfahren. Früher, also noch vor 15, 20 Jahren, haben wir auch, wir Journalisten, geschrieben über Diskriminierung. Uns wäre nie in den Sinn gekommen, Diskriminierung Rassismus zu nennen. So, das ist aber heute so. Die Folge ist, das ist natürlich, dass niemand mehr über den tatsächlichen Nationalsozialismus redet. Das ist ja auch eine Verharmlosung dessen, was wirklich mal passiert ist. Wenn auf einmal alles Rassismus ist, ist gar nichts mehr Rassismus. Wie kann man das wieder durchbrechen? Ich glaube gar nicht. Also wir beide sind ja alte weiße Männer. Und ich habe mich relativ... Ich bin weiß, Sie sind weise. Ich habe mich relativ lang, so wie Sie, dagegen gewehrt, dass das alles in einen Topf geworfen und vermischt wird. Aber diese Situation jetzt im letzten Frühjahr und auch die Auszeit, die hat bei mir an der Stelle einfach zu einer Erkenntnis geführt. Man muss Dinge, die man nicht ändern kann, die muss man halt akzeptieren, die sind so. Ja? Und ich glaube, das wird man nicht mehr zurückdrehen. Das heißt jetzt Rassismus und ich muss mich einfach damit abfinden, dass der Rassismusbegriff sich geändert hat und anders zu deuten ist, als ich es eigentlich wollte. Und dann geht es auch wieder besser. Ja? Also wenn ich weiß, dass Rassismus gar nicht mehr der Rassismus ist, an den ich denke, nämlich dass Nationalsozialisten in Tübingen riesige Sammlungen von Schädeln angelegt haben, um die Rassenmerkmale von Juden festzulegen, das ist für mich Rassismus. Ja? Und damit will ich nun, deswegen habe ich auch so lange das so empört, wenn mir jemand Rassismus vorwirft. Rassismus ist die tödlichste Ideologie, die es überhaupt gibt. Und deswegen akzeptiere ich nicht, dass man mir, wenn ich sage, statistisch gesehen sind Asylbewerber 5-mal mehr schwerkriminell als Nicht-Asylbewerber, dass mir das als Rassismus ausgelegt wird. Aber wenn ich jetzt weiß, dass die eigentlich nur sagen wollen, die Aussage ist diskriminierend oder vielleicht nur sagen wollen, du bist ein Depp, ja, so wird ja das benutzt, ja, sie sind ein Rassist, meint eigentlich nur, sie sind ein Depp, ja, dann komme ich damit klar, weil die dürfen mich ja für einen Deppen halten, das ist in Ordnung. Also ich akzeptiere jetzt, dass der Begriff sich halt gewandelt hat und anders benutzt wird. Ich hätte Ihnen mehr Rebellentum zugetraut, ehrlich gesagt.